ja, ich gebe es ganz einfach zu. Das, was ich für mich halte, diesen Körper, diese Idee von einer Persönlichkeit, ja, ich gebe es einfach zu. Ich werde gelebt vom Leben. Ich werde gelebt von der Energie, die man Lebendigkeit nennen kann. Lebendigkeit lebt mich. Ja, ich werde gelebt. Ich bin total eingebunden in alle Sekunden und Stunden, in denen ich als eine Figur auf der Leinwand erscheine. Eine wunderbare Animation. Ich bin der Sohn, ich bin die Tochter, ich bin der Vater, ich bin die Mutter, ich bin der Baum, ich bin das Kind. Ich bin der Wind, ich bin die Wolken, ich bin das Tal, ich bin der Himmel, ich bin die Sterne. Ich bin der Raum zwischen den Zeilen, zwischen den Gedanken. Ja, ich gebe es zu. Ja, ich gebe es zu. Ich werde gelebt. Ich bin nicht gut, ich bin nicht schlecht. Ich werde nur gelebt. Ja, aber wo ist dann meine kleine persönliche Freiheit? Naja, sie war eh nur Illusion. Denn ich werde gelebt von der Lebendigkeit. Und die hat keine Grenzen. Nein, nein, die nein, hat keine nein, Grenzen. Ja, keine Grenzen. Ich werde gelebt, gelebt, auch wenn alles bebt, bin ich in diesem Beben nur das Leben. In mir scheint die Welt, sie vergeht, sie lacht, sie tanzt, sie weint, sie heult. Sie ist nur ein weiterer Traum in diesem unendlichen Traum. Ich habe Angst als kleine Figur, als Vision, Person. Als Person habe ich Angst, unterzugehen, denn ich kann nicht sehen. Ich werde gelebt, ja, gelebt. Von reinster, absoluter Lebendigkeit. Oh, no.